Die Ermittlung. Hörspiel von Peter Weiß. Regie Peter Schulze-Rohr. Gesang von der Rampe. Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? 2 Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa 5 Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein. Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren. Und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen. Wurden die Fahrplananordnungen von Ihnen ausgearbeitet? Nein, ich hatte nur fahrplantechnische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pendelverkehr zwischen Bahnhof und Lager durchzuführen. Im Gericht liegen Fahrplananordnungen vor, die von Ihnen unterzeichnet sind. Ich habe das vielleicht einmal vertretungsweise unterschreiben müssen. War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Sie wussten, dass die Züge mit Menschen beladen waren. Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutz des Reichs standen. Über die vom Lager regelmäßig zurückkehrenden Leerzüge haben Sie sich keine Gedanken gemacht. Die beförderten Menschen waren dort angesiedelt worden. Herr Zeuge, Sie haben heute eine leitende Stellung in der Direktion der Bundesbahn. Demnach ist anzunehmen, dass Sie vertraut sind mit Fragen der Ausstattung und Belastung von Zügen. Wie waren die bei Ihnen ankommenden Züge ausgestattet und belastet? Es handelte sich um Güterzüge. Laut Frachtbrief wurden per Waggon etwa 60 Personen befördert. Waren es Güterwagen oder Viehwagen? Es waren auch Wagen, wie sie zum Viehtransport benutzt wurden. Gab es in den Waggons sanitäre Einrichtungen? Das ist mir nicht bekannt. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Transporte aus fast allen Ländern Europas kamen? Wir hatten so viel zu tun, dass wir uns um solche Dinge nicht kümmern konnten. Fragen Sie sich nicht, was mit den umgesiedelten Menschen geschehen sollte. Sie sollten zum Arbeitseinsatz geschickt werden. Es waren aber doch nicht nur Arbeitsfähige, sondern ganze Familien mit alten Leuten und Kindern. Ich hatte keine Zeit, mir den Inhalt der Züge anzusehen. Wo wohnten Sie? In der Ortschaft. Wer wohnte sonst dort? Die Ortschaft war von der einheimischen Bevölkerung geräumt worden. Es wohnten dort Beamte des Lagers und Personal der umliegenden Industrien. Was waren das für Industrien? Es waren Niederlassungen der IG Farben, der Krupp- und Siemenswerke. Sahen Sie Häftlinge, die dort zu arbeiten hatten? Ich sah sie beim An- und Abmarschieren. Wie war der Zustand der Gruppen? Sie gingen im Gleichschritt und sangen. Erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet. Man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Herr Zeuge, Sie waren für die Güterabfertigung verantwortlich. Ich hatte nichts anderes zu tun, als die Züge dem Rangierpersonal zu übergeben. Was waren die Aufgaben des Rangierpersonals? Sie spannten eine Rangierlok vor und beförderten den Zug ins Lager. Wie viele Menschen befanden sich Ihrer Schätzung nach in einem Waggon? 60 Stück oder 80 Stück, je nachdem. Wann kamen die Züge an? Meistens nachts. Welchen Eindruck erhielten Sie von diesen Frachten? Ich verstehe die Frage nicht. Herr Zeuge, Sie sind Oberinspektor der Bundesbahn und kennen sich in Reiseverhältnissen aus. Wurden Sie durch Einblicke in Waggonlucken oder durch Geräusche aus den Waggons auf die Zustände aufmerksam? Ich sah einmal eine Frau, die ein kleines Kind an die Luftklappe hielt und fortgesetzt nach Wasser schrie. Ich holte einen Krug Wasser und wollte ihn ihr reichen. Als ich den Krug hochhob, kam einer der Wachleute und sagte, wenn ich nicht sofort weggehe, würde ich erschossen. Herr Zeuge, wie viele Züge kamen Ihrer Berechnung nach auf dem Bahnhof an? Im Durchschnitt 1 Zug pro Tag. Bei Hochdruck verkehrten auch 2 bis 3 Züge. Wie groß waren die Züge? Sie hatten bis zu 60 Waggons. Herr Zeuge, was sahen Sie vom Lager? Nichts. Ich war froh, dass ich wieder wegkam. Sahen Sie die Schornsteine am Ende der Rampe und den Rauch und den Feuerschein? Ja, ich sah Rauch. Was dachten Sie sich dabei? Ich dachte mir, das sind die Bäckereien. Ich hatte gehört, da würde Tag und Nacht Brot gebacken. Es war ja ein großes Lager.
Wir fuhren 5 Tage lang, am 2. Tag war unsere Wegzehrung verbraucht. Wir waren 89 Menschen im Waggon, dazu unsere Koffer und Bündel. Unsere Notdurft verrichteten wir in der Stroh. Wir hatten viele Kranke und 8 Tote. Auf den Bahnhöfen konnten wir durch die Luftlöcher sehen, wie die Bewachungsmannschaften vom weiblichen Personal Essen und Kaffee erhielten. Unsere Kinder hatten zu jammern aufgehört, als wir in der letzten Nacht vom Bahndamm auf ein Nebengleis abbogen. Wir fuhren durch eine flache Gegend, die von Scheinwerfern beleuchtet wurde. Dann näherten wir uns einem langgestreckten, scheunenähnlichen Gebäude. Da war ein Turm und darunter ein gewölbtes Tor. Ehe wir durch das Tor einfuhren, pfiff die Lokomotive. Der Zug hielt. Die Waggontüren wurden aufgerissen. Häftlinge in gestreiften Anzügen erschienen und schrien zu uns herein: Los, raus, schnell, schnell. Es waren 1,5 Meter herab zum Boden, da lag Schotter. Die Alten und Kranken fielen in die scharfen Steine. Von den Wachtürmen waren Scheinwerfer und Maschinengewehre auf uns gerichtet. Am Ende der Rampe war der Himmel rot gefärbt. Die Luft war voll von Rauch. Der Rauch roch süßlich und versenkt. Dies war der Rauch, der fortan blieb. Wir standen zu 5 in einer Reihe. Dann mussten wir an ein paar Offizieren vorbeigehen. Einer von ihnen hielt die Hand in Brusthöhe und winkte mit dem Finger, nach links und nach rechts. Die Kinder und die alten Frauen kamen nach links, ich kam nach rechts. Die linke Gruppe musste über die Schienen zu einem Weg gehen. Einen Augenblick lang sah ich meine Mutter bei den Kindern. Da war ich beruhigt und dachte, wir werden uns schon wiederfinden. Eine Frau neben mir sagte, die kommen in ein Schonungslager. Sie zeigte auf die Lastwagen, die auf dem Weg standen, und auf ein Auto vom Roten Kreuz. Wir sahen, wie sie auf die Wagen geladen wurden, und wir waren froh, dass sie fahren durften. Der Offizier, der uns einteilte, war sehr freundlich. Ich fragte ihn, wohin denn die anderen gingen. Und er antwortete, die gehen jetzt nur baden, in einer Stunde werdet ihr euch wiedersehen. Frau Zeugin, wissen Sie, wer dieser Offizier war? Ich erfuhr später, dass er Dr. Capesius hieß. Frau Zeugin, können Sie uns den Angeklagten Dr. Capesius zeigen? Wenn ich mir die Gesichter ansehe, fällt es mir schwer zu sagen, ob ich sie wiedererkenne. Doch dieser Herr da kommt mir bekannt vor. Wie heißt er? Dr. Capesius. Die Zeugin muss mich mit einem anderen verwechseln. Ich habe nie auf der Rampe ausgesondert. Ich kannte Dr. Capesius von meinem Heimatort her. Ich war dort Arzt. Und er hatte mich vor dem Krieg mehrmals als Vertreter des Bayer-Konzerns besucht. Ich begrüßte ihn und fragte, was mit uns geschehen sollte. Er sagte, hier wird alles gut werden. Ich sagte ihm, dass meine Frau nicht gesund sei. Dann soll sie hier stehen, sagte er. Hier bekommt sie Pflege. Er zeigte auf die Gruppe von alten Leuten und Kranken. Ich sagte zu meiner Frau, du musst dorthin gehen und dich hinstellen. Sie ging zusammen mit ihrer Nichte und ein paar anderen Verwandten zur Gruppe der Kranken. Sie fuhren alle auf Lastwagen ab. Besteht für Sie kein Zweifel, dass dies Dr. Capesius war? Nein. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Es war damals eine große Freude für mich, ihn wiederzusehen. Herr Zeuge, wen von den Angeklagten sahen Sie noch auf der Rampe? Diesen Angeklagten. Ich kann auch seinen Namen nennen. Er heißt Hofmann. Angeklagter Hofmann, was hatten Sie auf der Rampe zu tun? Ich hatte für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wie ging das vor sich? Die Leute wurden aufgestellt, dann bestimmten die Ärzte, wer arbeitsfähig war und wer zur Arbeit nicht in Frage kam.
Mal waren mehr, mal weniger Arbeitsfähige rauszuholen. Der Prozentsatz war bestimmt. Er richtete sich nach dem Bedarf an Arbeitskräften. Was geschah mit denen, die nicht zur Arbeit gebraucht wurden? Die kamen ins Gas. Wie groß war der Prozentsatz der Arbeitsfähigen? Im Durchschnitt ein Drittel des Transportes. Bei Überbelegung des Lagers hatten die Transporte geschlossen abzugehen. Hatten Sie bei der Ausübung Ihrer Arbeit Gewalt anzuwenden? Da war immer ein großes Durcheinander. Und da hat es natürlich mal eine Zurechtweisung oder eine Ohrfeige gegeben. Ich habe nur meinen Dienst gemacht. Wo ich hingestellt werde, mache ich eben meinen Dienst. Wie kamen Sie zu diesem Dienst? Durch Zufall. Das war so. Mein Bruder hatte noch eine Uniform übrig, die konnte ich übernehmen. Da hatte ich keine Unkosten. Es war geschäftshalber. Mein Vater hatte eine Gaststätte, da verkehrten viele Parteigenossen. Als ich abkommandiert wurde, hatte ich keine Ahnung, wohin ich kam. Angeklagter Hofmann, wussten Sie, was mit den ausgesonderten Menschen geschehen sollte? Also, von kleinen Übeln abgesehen, wie sie solch ein Leben von vielen auf engem Raum nun einmal mit sich bringt, und abgesehen von den Vergasungen, die natürlich furchtbar waren, hatte durchaus jeder die Chance zu überleben. Ich persönlich habe mich immer anständig benommen. Was sollte ich denn machen? Befehle mussten ausgeführt werden. Und dafür habe ich jetzt dieses Verfahren auf dem Hals. Herr Staatsanwalt, ich habe ruhig gelebt, wie alle anderen auch. Und da holt man mich plötzlich raus und schreit nach Hofmann. Das ist der Hofmann, sagt man. Ich weiß überhaupt nicht, was man von mir will. Als wir aufgestellt waren, kam einer der Wachleute und fragte, hat jemand irgendwelche Beschwerden? Da traten einige vor, die glaubten, sie würden leichtere Arbeit finden. Und sie kamen zu denen, die nach links gehen mussten. Als er sie abführte, kam es zu einer Unruhe und er schoss in die Menschen hinein. Dabei wurden 5 oder 6 getötet. Herr Zeuge, befindet sich der, von dem Sie sprechen, in diesem Raum? Herr Vorsitzender, es ist lange her, dass ich Ihnen gegenüberstand. Und es fällt mir schwer, Ihnen in die Gesichter zu sehen. Dieser hier hat Ähnlichkeit mit ihm. Er könnte es sein. Er heißt Bischof. Sind Sie sicher oder zweifeln Sie? Herr Vorsitzender, ich war diese Nacht schlaflos. Wir stellen die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage. Die Übermüdung des Zeugen kann keine Grundlage bilden für beweiskräftige Aussagen. Angeklagter Bischof, wollen Sie zu der Beschuldigung Stellung nehmen? Das ist mir ein Rätsel, was der Herr Zeuge da sagt. Ich verstehe auch nicht, warum der Zeuge sagt, 5 oder 6. Hätte er 5 gesagt oder hätte er 6 gesagt, dann wäre es verständlich. Hatten Sie Dienst auf der Rampe? Ich hatte nur die Schübe zu ordnen. Geschossen habe ich nie. Herr Präsident, es ist mein Bestreben, hier reinen Tisch zu machen. Das nagt schon seit Jahren an mir. Herzkrank bin ich davon geworden. Da sollen mir mit solchen Schweinereien die letzten Tage meines Lebens versaut werden. Was meint der Angeklagte mit Schweinereien? Der Angeklagte ist erregt. Er meint sicher nicht das von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren. Ich gehörte als Häftling dem Aufräumungskommando an. Wir hatten das Gepäck der Angekommenen wegzuschaffen. Der Angeklagte Baretzky hat auf der Rampe an Aussonderungen teilgenommen und die Transporte zu den Krematorien begleitet. Herr Zeuge, erkennen Sie den Angeklagten wieder? Dies ist Blockführer Baretzky. Ich gehörte nur zu den Wachmannschaften. Dass ein Mannschaftsdienst gerade selektierte, das gab es gar nicht. Ein Blockführer konnte doch keine arbeitsunfähigen Leute rausstellen. Das konnte nur ein Arzt. War Ihnen der Zweck der Aussonderungen bekannt? Wir erfuhren das. Ich war empört darüber. Ich habe das meiner Mutter einmal auf einen Urlaub berichtet. Die wollte das nicht glauben. Das ist nicht möglich, sagte sie. Menschen brennen doch nicht, weil Fleisch nicht brennen kann. Ich sah, wie Baretzky mit seinem Stock auf die Leute zeigte. Es konnte ihm nie schnell genug gehen. Immer trieb er zur Eile. Einmal kam ein Zug mit 3000 Menschen an. Die meisten waren Kranke. Baretzky schrie uns zu, ihr habt 15 Minuten Zeit, sie aus den Waggons zu holen. Beim Abladen wurde ein Kind geboren.
Ich wickelte es in Kleidungsstücke und legte es neben die Mutter. Baretzky kam mit dem Stock auf mich zu und schlug mich und die Frau. »Was tust du mit dem Dreck da?« rief er und gab dem Kind einen Fußtritt, so dass es 10 Meter fortflog. Dann befahl er mir, »Bring die Scheiße hierher.« Da war das Kind tot. Herr Zeuge, können Sie das beschwören? Das kann ich beschwören. Baretzky hatte auch einen Spezialschlag. Er war bekannt dafür. Was war das für ein Spezialschlag? Er wurde mit der flachen Hand ausgeführt. So, gegen die Aorta. Dieser Schlag führte in den meisten Fällen zum Tod. Der Zeuge sagte doch eben, ich hätte einen Stock gehabt. Wenn ich einen Stock hatte, dann brauchte ich doch nicht mit der Hand zu schlagen. Und wenn ich mit der Hand schlug, brauchte ich doch keinen Stock. Herr Vorsitzender, das ist Verleumdung. Ich hatte überhaupt keinen Spezialschlag. Herr Zeuge, wen haben Sie noch auf der Rampe gesehen? Alle Ärzte waren auf der Rampe. Die Aussonderungen gehörten zu ihrer Arbeit. Dr. Frank war da, Dr. Schatz und Dr. Lukas. Angeklagter Dr. Frank, haben Sie an Aussonderungen teilgenommen? Ich war lediglich als Ersatzmann zum Rampendienst eingeteilt worden. Meine Aufgabe war, eintreffenden Zahnärzten ihre Ausrüstung für die Häftlingszahnstation abzunehmen. Die Zahnärzte und Zahntechniker hatte ich sodann zu registrieren und einzukleiden. Wenn es vorkam, dass einer antrat, der nur so gesagt hatte, er sei Dentist, dann ließ ich ihn nicht zurückschicken. Wir brauchten ja auch Leute zum Putzen. Ich selbst habe alles getan, um den Häftlingen Hilfeleistungen zukommen zu lassen. Angeklagter Dr. Schatz, haben Sie an Aussonderungen teilgenommen? Ich hatte nie etwas damit zu tun. Wenn ich zur Entgegennahme von Medikamenten oder ärztlichen Instrumenten auf die Rampe befohlen wurde, versuchte ich nach Möglichkeit, mich zu drücken. Ich war überhaupt nur unter Zwang ins Lager gekommen. Ich wurde von einer Heereszahnstation abkommandiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis mit den Häftlingen unterhielt. Angeklagter Dr. Lukas, was hatten Sie auf der Rampe zu tun? Ich war dort nicht im geringsten aktiv. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin Arzt, um Menschenleben zu erhalten, nicht um Menschen zu vernichten. Auch mein katholischer Glaube ließe nichts anders zu. Ich täuschte Krankheiten vor und versuchte, so schnell wie möglich zur Truppenunterkunft zurückzukommen. Auf einem Urlaub sprach ich sowohl mit einem befreundeten Erzbischof als auch mit einem hohen Juristen. Beide sagten mir, unmoralische Befehle dürften nicht befolgt werden. Jedoch ginge dies nicht so weit, dass man dabei sein eigenes Leben gefährden müsse. Herr Dr. Lukas, was für Krankheiten simulierten Sie denn, wenn Sie zur Aussonderung befohlen wurden? Ich täuschte Gallenkolik vor oder eine Magengeschichte. Hat man sich nicht gewundert, dass Sie Ihre Kolik immer erst auf der Rampe bekamen? Da gab es nie Schwierigkeiten. Mein passiver Widerstand war die einzige Möglichkeit, mit den Dingen so wenig wie möglich zu tun zu haben. Und wenn Sie mit den Dingen zu tun hatten, was machten Sie da? Nur in 3 bis 4 Fällen halfen mir meine Weigerungen nichts. Und dann nahmen Sie an den Aussonderungen teil? Ich hatte nur arbeitsfähige Menschen auszusuchen und ich habe so ausgesucht, dass auch viele nicht arbeitsfähige mit ins Lager kamen. Und die übrigen? Die wurden von anderen beiseite geführt. Ich habe mich damit nicht befasst. Was geschah mit dem Gepäck der Eingetroffenen, nachdem die Aussonderungen vorgenommen worden waren? Es wurde zum Effektenlager gebracht und dort sortiert und aufgestattet. Wie groß war das Effektenlager? Es bestand aus 35 Baracken. Können Sie Angaben machen in Bezug auf die Werte und Mengen des erfassten Gutes? Indem man den Häftlingen vor der Deportierung geraten hatte, so viel wie möglich an Wertgegenständen, Wäsche, Kleidern, Geld und Werkzeugen mitzunehmen, unter dem Vorwand, dass dort, wo sie angesiedelt werden sollten, nichts zu bekommen sei, nahmen alle ihren letzten Besitz mit. Vieles wurde schon auf der Rampe, bei den Vorsortierungen herausgenommen. Die aussondernden Ärzte nahmen nicht nur Gebrauchsgegenstände an sich, sondern auch Schmuckstücke und Valuten
die sie kofferweise für sich zurückstellten. Dann nahmen sich die Wachmannschaften und die Mitglieder des Zugpersonals das ihre. Und auch für uns fiel immer etwas ab, mit dem wir später Tauschgeschäfte betreiben konnten. Herr Zeuge, können Sie uns Angaben machen über die genauen Werte des von den Häftlingen übernommenen Gutes? Nach einem Abschlussbericht über die Zeit vom 1. April 1942 bis zum 15. Dezember 1943 beliefen sich die erfassten Geldmittel, Devisen, Edelmetalle und Juwelen auf 132 Millionen Mark, wozu noch 1.900 Waggons voller Spinnstoffe kamen im Wert von 46 Millionen. Da stand aber noch ein Jahr der größten Transporte bevor. Wer übernahm diese Werte? Die Güter wurden weitergeleitet an die Reichsbank bzw. an das Reichswirtschaftsministerium. Gesang vom Lager. Obgleich unser Gepäck zurückgeblieben war und wir getrennt worden waren von unseren Familienmitgliedern, gingen wir noch ohne Misstrauen durch das Tor zwischen den Stacheldrähten. Wir glaubten, dass unsere Frauen und Kinder jetzt drüben zu essen bekämen und dass wir sie bald wiedersehen dürften. Dann aber sahen wir hunderte von zerlumpten Gestalten, viele bis aufs Skelett abgemagert. Da verging uns die Zuversicht. Einer kam auf uns zu. Der rief: Häftlinge, seht den Rauch da hinter den Baracken. Der Rauch, das sind eure Frauen und Kinder. Auch für euch, die in das Lager eingetreten seid, wird es nur einen Ausgang geben, durch die Roste der Kamine. Wir wurden in eine Waschbaracke getrieben. Wachleute und Häftlinge kamen, mit Stößen von Papieren. Wir mussten uns ausziehen und alles, was wir noch besaßen, wurde uns abgenommen. Uhren, Ringe, Ausweise und Fotos wurden auf dem Personalbogen registriert. Anschließend wurde uns die Nummer in den linken Unterarm tätowiert. Wie wurde die Tätowierung ausgeführt? Mit Nadelstempeln wurden uns die Ziffern in die Haut gestochen, dann wurde Tusche hineingerieben. Die Haare wurden uns abgeschoren, wir kamen unter kalte Duschen, zum Schluss wurden wir eingekleidet. Dann begaben wir uns im Laufschritt zu unserem Block. Wie viele Häftlinge waren dort untergebracht? Der Belegraum war für 500 Menschen berechnet. Wir waren dort 1000 Mann. Wie viele solcher Baracken gab es? Über 200. Wie breit waren die Pritschen? Etwa 1,80 Meter breit. Auf jeder Pritsche lagen 6 Mann. Sie mussten abwechselnd auf der rechten und auf der linken Seite liegen. Wie waren die sanitären Einrichtungen? In der Waschbaracke befanden sich Holztröge mit einem durchlöcherten Eisenrohr darüber. Aus dem Rohr tröpfelte das Wasser. In der Latrine standen lange Betonbecken, darauf lagen Bretter mit runden Öffnungen. 200 Personen konnten auf einmal Platz nehmen. Das Latrinenkommando passte auf, dass niemand zu lange saß. Die Leute des Kommandos schlugen mit Stöcken zwischen die Häftlinge, um sie wegzujagen. Bei manchen ging es aber nicht so schnell. Und vor Anstrengung trat ihnen der Mastdarm ein Stück hervor. Wenn sie vertrieben worden waren, stellten sie sich wieder bei den Wartenden an. Papier gab es nicht. Man musste seine Notdurft morgens erledigen. Tagsüber gab es keine Möglichkeit dazu. Wer doch dabei ertappt wurde, erhielt Kerkerstrafe. Die Näpfe, die wir erhalten hatten, dienten einem dreifachen Zweck. Zum Waschen, zum Suppefassen
und zum Verrichten der nächtlichen Notdurft. Im Frauenlager war die einzige Wasserquelle unmittelbar neben der Latrine. An dem dünnen Strahl, der in die Bottiche mit den Exkrementen weiterlief, standen die Frauen und tranken und versuchten, sich etwas Wasser in ihren Napf abzuschöpfen. Diejenigen, die aufgaben, sich zu waschen, gaben sich selbst auf. Schon beim Herausspringen aus dem Waggon in das Gewühl der Rampe wusste ich, dass es hier darum ging, seinen eigenen Vorteil zu wahren, sich nach oben zu fügen und einen günstigen Eindruck zu wecken und sich fernzuhalten von allem, was einen nach unten ziehen konnte. Als wir im Aufnahmeraum auf die Tische gelegt wurden und man uns After- und Geschlechtsteile nach versteckten Wertgegenständen untersuchte, vergingen die letzten Reste unseres gewohnten Lebens. Familie, Heim, Beruf und Besitz, das waren Begriffe, die mit dem Einstechen der Nummer ausgelöscht wurden. Und schon begannen wir, nach neuen Begriffen zu leben und uns einzufügen in diese Welt, die für diejenigen, die darin existieren wollten, zur normalen Welt wurde. Das oberste Gesetz war, gesund zu bleiben und körperliche Kraft zu zeigen. Ich hielt mich dicht neben denen, die zu schwach waren, ihre Ration zu essen, um mir diese bei der ersten Gelegenheit anzueignen. Ich lag auf der Lauer, wenn eine, die einen besseren Schlafplatz besaß, dem Tod nah war. Unser Aufstieg in der neuen Gesellschaft begann in der Baracke, die jetzt unser Heim war. Vom Schlafloch auf dem kalten Lehmboden kämpften wir uns empor zu den warmen Plätzen der oberen Pritschen. Wenn zwei aus derselben Schüssel essen mussten, starrten sie einander auf die Kehle, um darüber zu wachen, dass die andere nicht einen Löffel mehr schluckte. Unsere Ambitionen waren auf ein einziges Ziel gerichtet, irgendetwas zu gewinnen. Es war das Normale, dass uns alles gestohlen worden war. Es war das Normale, dass wir wieder stahlen. Der Schmutz, die Wunden und die Seuchen ringsum waren das Normale. Es war normal, dass zu allen Seiten gestorben wurde und normal war das unmittelbare Bevorstehen des eigenen Todes. Normal war das Absterben unserer Empfindungen und die Gleichgültigkeit beim Anblick der Leichen. Es war normal, dass sich zwischen uns solche fanden, die denen, die über uns standen, beim Prügeln halfen. Wer zur Dienerin der Blockältesten wurde, gehörte nicht mehr zu den Niedrigsten. Und noch höher gelangte die, die es vermochte, sich bei den Blockführerinnen einzuschmeicheln. Überleben konnte nur der Listige, der sich jeden Tag mit nie erlahmender Aufmerksamkeit seinen Fußbreitboden eroberte. Die Unfähigen, die Trägen im Geiste, die Milden, die Verstörten und Unpraktischen, die Trauernden und die, die sich selbst bedauerten, wurden zertreten. Am ersten Morgen standen wir beim Appell. Es regnete. Wir standen stundenlang und sahen, wie hinter den Stacheldrähten auf der anderen Seite der Rampe Frauen auf die Lastwagen geprügelt wurden. Sie waren nackt und schrien zu uns Männern hinüber. Sie erwarteten Hilfe von uns. Doch wir standen nur da und zitterten und konnten ihnen nicht helfen. Morgens erhielt jeder einen halben Liter Brühe. Die Brühe enthielt ein Kaffeeersatzmittel. Dazu gab es 5 Gramm Zucker. Manche hatten vom Abend vorher noch ein Stück trockenes Brot. Mittags wurde Suppe ausgegeben. Die Suppe war aus Abfällen von Kartoffeln, Rüben und Kohl gekocht, mit einem minimalen Zusatz von Fleisch oder Fett. Abends nach dem Appell erhielt jeder sein Stück Brot von 300 bis 350 Gramm und verschiedene Zulagen. Oft gab es nur die Hälfte der Zulage oder sie fiel ganz aus, weil das Lagerpersonal von den Wachmannschaften an bis hinauf zum Kommandanten sich selbst unbehindert Lebensmittel aus den Häftlingsmagazinen holte.
Da alle schwer arbeiteten, waren die letzten Reserven bald verbraucht. Je nach dem Stadium des Hungers wurden die Bewegungen langsamer, weil keine Kraft mehr da war, den eigenen Körper zu tragen. Die körperliche Abzehrung war von einer geistigen Erschöpfung begleitet, die bis zum völligen Schwund des Interesses an den Geschehnissen führte. Ein solcher Häftling konnte seine Gedanken nicht mehr konzentrieren. Sein Erinnerungsvermögen schwand so weit, dass er oft nicht mehr seinen eigenen Namen nennen konnte. Im Durchschnitt vermochte ein Häftling nicht länger als 3 bis 5 Monate zu leben. Herr Zeuge, wie war es möglich, dass Sie selber überlebten? Überleben konnte nur der, dem es während der ersten Wochen gelang, irgendeinen Innendienst zu bekommen. Sei es durch eine Spezialistentätigkeit oder durch die Ernennung zu einer Hilfsfunktion. Für einen Funktionshäftling, der sich darauf verstand, seine Vorzugsstellung auszunutzen, war im Lager praktisch alles zu erhalten. Was für eine Vorzugsstellung hatten Sie? Ich war Häftlingsarzt, anfangs im Quarantänelager, später im Krankenbau. Wie waren dort die Verhältnisse? Im Quarantänelager gab es Ratten. Die nagten nicht nur die Leichen an, sondern auch die Schwerkranken. Oft waren die Füße von denen, die in Agonie lagen, morgens angebissen. Im Häftlingskrankenbau war es besser. Da gab es Binden aus Krepppapier, etwas Zellstoff, ein Fass mit Ichthyolsalbe und ein Fass mit Kreide. Alle Wunden wurden mit der Salbe bestrichen und auf Bartflechte kam Kreide, damit man sie nicht mehr sah. Nach dem Abendappell holte unser Blockältester sich einige zum Sportmachen heraus. Wir mussten hüpfen wie Frösche. Schneller hüpfen, rief er. Und wenn einer nicht mitkam, schlug er ihn mit einem Schemel zusammen. Wie hieß dieser Blockälteste? Er hieß Bednarek und ich kann auf ihn zeigen. Dass beim Sportmachen Leute geschlagen wurden, ist mir nicht bekannt. Wie ging denn das Sportmachen vor sich? Häftlinge, die auffielen, mussten leichte Leibesübungen machen. Mal linksum, mal rechtsum, das war alles. Im Winter ließ Bednarek Häftlinge eine halbe Stunde lang unter der kalten Dusche stehen, bis sie unterkühlt waren und erstarrten. Dann wurden sie auf den Hof geworfen, wo sie verstarben. Diese Beschuldigungen sind frei erfunden. So etwas konnte ich ja gar nicht tun. Ich war doch selbst Funktionshäftling und hatte über mir den Kapo, den Arbeitsdienstführer und den Lagerältesten. Ich selbst, das kann ich heute mit Stolz sagen, habe Mithäftlinge in meiner Stube schlafen lassen. Und bei uns im Block gab's abends immer viel Spaß. Wenn Bednarek einen Häftling erschlagen hatte, ging er in seine Stube und betete. Da muss ich sagen, gottgläubig, das bin ich. Aber zu beten habe ich nicht gewagt. Dafür gab es zu viel Spitzel. Und erschlagen habe ich nie jemanden. Es hat höchstens mal eine gesetzt, wenn ich bei Streitigkeiten zu schlichten hatte. Vor allem einer war im Lager. Der war immer vorne an, wo geschlagen und getötet wurde. Der hieß Karduk. Karduk war im Begriff. Herr Zeuge, können Sie uns den Angeklagten Karduk zeigen? Dies ist Herr Karduk. Karduk wurde von den Häftlingen Professor genannt. Oder der heilige Dr. Karduk, weil er selbstständig Aussonderungen vornahm. Mit dem Griff seines Stocks fischte er sich die Opfer am Hals oder am Bein heraus. Herr Direktor, diese Behauptung ist unwahr. Ich war dabei, als Karduk hunderte von Häftlingen aus der Krankenstation holen ließ. Sie mussten sich in der Wäscherei ausziehen und in einer Reihe an Karduk vorbeilaufen. Er hielt den Spazierstock in der Höhe von etwa 1 Meter vor sie hin. Sie mussten darüber springen. Wer den Stock berührte, kam ins Gas. Wem der Sprung über den Stock gelang, wurde geschlagen, bis er zusammenbrach.
Jetzt spring noch einmal, rief Karduk. Und zum zweiten Mal gelang es nicht mehr. Ich habe keine Häftlinge ausgesondert. Ich habe nichts entschieden. Da war ich gar nicht zuständig. Wofür waren Sie denn zuständig? Ich hatte nur zur Bewachung bei Aussonderungen zugegen zu sein. Da habe ich aufgepasst wie ein Luchs, dass von den Ausgesonderten niemand mehr herüberwechselte zur arbeitsfähigen Gruppe. Hatten Sie auch Dienst auf der Rampe? Ja, da hatte ich den Gruppenverkehr zu regeln. Wie machten Sie das? Alles raustreten, Gepäck auf die Rampe, antreten zu fünft, vorwärts Marsch. Also scharf war ich, das kann ich schon sagen, aber ich habe nur getan, was ich tun musste. Und was mussten Sie tun? Zusehen, dass der Betrieb klappte. Kinder wurden grundsätzlich gleich überstellt. Auch Mütter, die sich von den Kindern nicht trennen wollten. Alles ging reibungslos. Die Transporte kamen an wie warme Brötchen. Da brauchte gar keine Gewalt angewendet zu werden. Die nahmen alles gelassen hin, die wehrten sich nicht, weil sie einsahen, dass jeder Widerstand sinnlos gewesen wäre. Einmal schlug Karduk in unserem Arbeitskommando einen Häftling zusammen. Dann legte er ihm seinen Stock über den Hals und stellte sich auf beide Enden und wippte hin und her, bis der Mann erdrosselte. Lüge! Lüge! Hinsetzen, Karduk! Schreien Sie den Zeugen nicht an. Herr Direktor, das ist einfach nicht wahr, was hier gesagt wird. Mir geht es nur um die Wahrheit. Auf diese Weise ist bei uns nie ein Häftling getötet worden. Wir hatten den Befehl, mit den Arbeitskräften schonend umzugehen. Aber manchmal fiel einer schon um, wenn ich bloß die Hand hob. Das hat er nur vorgetäuscht. Herr Direktor, an Schlagen hatten wir gar kein Interesse. Von morgens 5.30 Uhr an waren wir auf den Beinen und abends hatten wir noch Rampendienst zu machen. Das genügte uns. Herr Direktor, ich will nichts anderes als in Frieden leben. Das habe ich doch gezeigt in den vergangenen Jahren. Ich war Krankenpfleger. Ich war beliebt bei meinen Patienten. Die können es bezeugen. Papa Karduk nannten sie mich. Sagt das nicht alles? Soll ich jetzt dafür büßen, was ich damals tun musste? Alle anderen haben es ja auch getan. Warum nimmt man gerade mich fest? Je besser es einem gelang, seine Untergebenen herabzudrücken, desto sicherer war seine Position. Ich sah, wie sich das Gesicht der Blockältesten veränderte, wenn sie mit einer Vorgesetzten sprach. Da war sie munter und liebenswürdig. Und dahinter spürte man ihre Furcht. Sie wusste, war sie einmal untergetaucht, half ihr keiner. Und eine andere an ihrer Stelle schlug weiter. So schlug sie uns, weil sie oben bleiben wollte, um jeden Preis. Nur unsere Herren konnten es sich leisten, Launen zu haben und sogar Rührung zu zeigen oder Mitleid und Pläne zu schmieden für die Zukunft. Der Lagerarzt Dr. Rode ließ mich in seiner Abteilung arbeiten. Er fuhr, dass wir in der gleichen Stadt studiert hatten und fragte mich, ob wir einander nicht begegnet wären im Ritter, wo er manches Glas Wein getrunken hatte. Und ich dachte, schön, wenn du willst, so bestätige ich es dir. Und so erinnerte ich ihn an seine Jugend. Und er sagte, nach dem Krieg werden wir dort wieder beisammensitzen. Dr. Mengele sandte einer Schwangeren Blumen und die Frau des Kommandanten schickte mit einem Gruß eine selbstgestrickte Säuglingsjacke in die Kinderbaracke, wo es einem anderen eingefallen war, Zwerge auf die Wände malen zu lassen und eine Sandkiste aufzustellen. Die Wege zu den Krematorien
wurden zwischen den Schüben gehakt. Da standen beschnittene Büsche. Und im Gras über den unterirdischen Kammern waren Blumenbeete angelegt. Doch da gab es auch einen, der hieß Flacke. In dessen Abteilung starb keiner an Hunger, und dort gingen die Häftlinge in sauberen Kleidern. »Herr Sanitätsdienstgrat«, sagte ich zu ihm, »für wen tun Sie das alles, was Sie hier tun? Einmal werden doch alle verschwinden müssen, denn es darf nicht einen einzigen Zeugen geben.« Da sagte er, »genügend werden unter uns sein, die das zu verhindern wissen.« »Sie wollen damit sagen, Frau Zeugin, dass es an jedem einzelnen Bewacher lag, sich gegen die Verhältnisse zu wehren und sie zu verändern?« »Eben das wollte ich sagen.« »Herr Zeuge, Sie waren als Arzt zur Seuchenbekämpfung angefordert worden. Gewannen Sie einen Einblick in die Zustände des Lagers?« »Gleich nach meiner Ankunft sagte der Chef des Laboratoriums zu mir, das ist alles neu für dich und halb so schlimm. Wir haben nichts mit der Liquidierung von Menschen zu tun und es geht uns auch nichts an. Wenn du nach 14 Tagen nicht mehr hierbleiben willst, kannst du wieder gehen.« Mit dem Vorsatz, das Lager nach 2 Wochen zu verlassen, trat ich meine Arbeit an. Nach einigen Tagen schon befahl mir der Standortarzt Dr. Wirth, an Aussonderungen auf der Rampe teilzunehmen. Als ich erklärte, dass ich da nicht mitmachen werde, sagte er, Sie haben dort nicht viel zu tun. Doch ich weigerte mich. Was geschah auf Ihre Weigerung hin? Es geschah nichts. Ich hatte bei den Selektionen nicht mitzuwirken. Herr Zeuge, Sie waren damals verantwortlich für die äußere und innere Postenkette sowie für die Wachmannschaften der Arbeitskommandos. Was hatten Sie dabei zu tun? Meine Aufgabe war, die Soldaten zu beobachten, ob sie auch treu und richtig wachten. Was für Grundsätze galten bei dieser Bewachung? Bei einem Fluchtversuch hatte der Soldat den Flüchtling erst 3-mal anzurufen und dann den Warnschuss abzugeben. Hielt der Flüchtling dann immer noch nicht, hatte er ihn fluchtunfähig zu schießen. Wurden dabei Häftlinge erschossen? Bei mir nicht. Sind Häftlinge in den elektrisch geladenen Stacheldraht gelaufen? Bei mir nicht. Ist es denn sonst vorgekommen? Ich habe mal davon gehört. Befolgten die Wachmannschaften die Instruktionen? Soweit ich im Bilde bin, ja. Darauf mein Ehrenwort. Wissen Sie etwas vom Mützenschießen? Von was? Vom Mützenschießen. Ich habe davon gehört. Was haben Sie gehört? Die haben erzählt, dass die Mützen werfen. Und dann haben sie geschossen. Wer hat die Mützen geworfen? Wessen Mützen? Und wer hat geschossen? Das weiß ich nicht. Was hat man Ihnen denn erzählt? Tja, da wurde einem Häftling befohlen, sich die Mütze vom Kopf zu reißen und sie wegzuwerfen. Und dann hieß es, los, lauf und hol dir die Mütze. Und wenn er lief, wurde er abgeknallt. Und wenn er nicht lief? Dann wurde er auch erschossen. Denn das war Befehlsverweigerung. Herr Zeuge, gab es Sonderrationen oder Sonderurlaub als Prämien für auf der Flucht erschossene Häftlinge? Ein solcher Fall ist mir nicht bekannt. Das glaube ich auch nicht. Es würde dem Ansehen eines Soldaten widersprechen, wenn eine solche Handlung belohnt würde. Das Gericht ist im Besitz von Dokumenten, nach denen in verschiedenen Fällen Wachsoldaten für auf der Flucht erschossene Häftlinge belobigt wurden. Auch wurden laufend Listen mit auf der Flucht erschossenen Häftlingen aufgestellt. Das ist mir neu. Herr Zeuge, soweit wir unterrichtet sind, üben Sie heute den Beruf eines Versicherungsdirektors aus. Wir protestieren gegen die unsachgemäßen Einlassungen der Staatsanwaltschaft. Herr Zeuge, wir nehmen an, dass Ihnen die Bedeutung einer persönlichen Unterschrift bekannt ist. Jawohl. Einige dieser Listen sind von Ihnen unterzeichnet. Es ist möglich, dass ich das einmal routinemäßig tun musste. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Gesang von der Schaukel. Frau Zeugin, Sie waren als Häftling in der politischen Abteilung. Erkennen Sie den Angeklagten Boger wieder?
Dies ist Herr Burger. Wie sah die Baracke der politischen Abteilung aus? Sie war einstöckig und grün gestrichen. Wie sah das Schreibzimmer aus? Da standen Blumentöpfe auf den Fensterbrettern und da waren Gardinen. An den Wänden waren Bilder und Sprüche. Was für Bilder und Sprüche? Ich erinnere mich nicht mehr. Wer sorgte für die Ordnung in der Schreibstube? Das war Herr Broert. Wir Schreiberinnen mussten immer tipptopp aussehen. Wir durften unser Haar wachsen lassen, wir trugen Kopftücher, wir hatten richtige Kleider und Schuhe. Frau Zeugin, wie viele Schreiberinnen waren in der Abteilung? Wir waren 16 Mädchen. Was hatten Sie zu tun? Wir hatten die Totenlisten zu führen. Das wurde Absetzen genannt. Wir mussten die Personalien, den Todestag und die Todesursache eintragen. Wenn etwas vertippt war, dann wurde Herr Broert furchtbar wütend. Wie waren die Karteien geordnet? Da standen zwei Tische. Auf dem einen Tisch waren die Kästen mit den Nummern der Lebenden, auf dem anderen die Kästen mit den Nummern der Toten. Dort konnten wir sehen, wie viele von einem Transport noch lebten. Von 100 lebten nach einer Woche noch ein paar Dutzend. Wurden hier alle Todesfälle, die innerhalb der Lager eintraten, verzeichnet? Nur Häftlinge, die eine Nummer erhalten hatten, wurden in den Büchern geführt. Diejenigen, die direkt von der Rampe ins Gas geschickt wurden, kamen in keinen Listen vor. Was für Todesursachen hatten Sie zu verzeichnen? Die meisten Todesursachen, die wir aufschrieben, waren fiktiv. Zum Beispiel durften wir nicht schreiben, auf der Flucht erschossen, sondern Herzschlag. Und statt Unterernährung schrieben wir Dysenterie. Wir mussten dafür sorgen, dass nicht zwei Häftlinge zur selben Minute starben und dass die Todesursachen ihrem Alter entsprachen. Demnach durfte ein 20-Jähriger nicht an Herzmuskelschwäche sterben. In der ersten Zeit wurden noch Briefe an die Angehörigen geschrieben. Frau Zeugin, erinnern Sie sich an den Wortlaut der Briefe? Trotz aller medikamentöser Pflege ist es leider nicht gelungen, das Leben des Inhaftierten zu retten. Wir sprechen Ihnen zu diesem großen Verlust unser aufrichtigstes Beileid aus. Auf Wunsch kann Ihnen die Urne gegen Nachname von 15 Mark zugestellt werden. Befand sich in dieser Urne die Asche des Verstorbenen? In einer solchen Urne war Asche von vielen Toten. Durch das Fenster konnten wir die Leichenhaufen vor dem alten Krematorium sehen. Sie wurden aus Lastwagen gekippt. Können Sie uns Zahlen nennen im Zusammenhang mit den von Ihnen verzeichneten Todesfällen? Wir arbeiteten 12 bis 15 Stunden am Tag über den amtlichen Sterbebüchern. Es fielen bis zu 300 Tote pro Tag an. Waren dabei Todesfälle, die durch unmittelbares Einwirken der politischen Abteilung entstanden? Täglich starben Häftlinge dort, durch Misshandlung und Erschießung. Wie spielten sich die Verhöre in der politischen Abteilung ab? Burger begann die Vernehmungen stets sehr ruhig. Er trat nah an den Häftling heran und stellte die Fragen, die ich zu übersetzen hatte. Wenn der Häftling nicht antwortete, schüttelte Burger ein Schlüsselbund vor seinem Gesicht. Wenn der Häftling dann immer noch schwieg, schlug er ihm die Schlüssel ins Gesicht. Zum Schluss ging er noch dichter an ihn heran und sagte, »Ich habe eine Maschine, die wird dich zum Sprechen bringen.« Was war das für eine Maschine? Burger nannte sie die Sprechmaschine. Wo stand die Maschine? Im Nebenzimmer. Haben Sie die Maschine gesehen? Ja. Wie sah die Maschine aus? Es waren Stangen. Frau Zeugin, täuscht Sie nicht Ihr Gedächtnis? Es war ein Gestell. Daran wurden sie gehängt. Wir hörten die Schläge und das Schreien. Nach einer Stunde oder auch nach mehreren Stunden wurden sie herausgetragen. Sie waren nicht mehr zu erkennen.
Lebten sie noch? Wer danach nicht tot war, konnte die nächsten Stunden kaum überleben. Einmal sah Boga, dass ich weinte. Er sagte, hier müssen Sie Ihre persönlichen Gefühle ausschließen. Aus welchen Gründen wurden die Häftlinge dieser Bestrafung ausgesetzt? Manchmal, wenn einer ein Stück Brot gestohlen hatte oder wenn er dem Befehl zur schnelleren Arbeit nicht gleich nachgekommen war. Oft genügt es auch, wenn ein Spitzel den Betreffenden denunziert hatte. Es gab einen Spitzelbriefkasten, da konnten einfach Zettel eingeworfen werden. Frau Zeugin, wie oft haben Sie gesehen, dass Häftlinge nach dem Herunternehmen von der Maschine starben? Mindestens 20 Mal. In mindestens 20 Fällen können Sie dafür bürgen, dass in Ihrer Gegenwart der Tod eingetreten ist? Ja. Frau Zeugin, haben Sie den Strafvollzug gesehen? Ich sah Boga in Hemdsärmeln mit dem Schlaginstrument in der Hand. Und ich sah ihn oft blutig herauskommen. Dann gab er mir seinen Rock, dass ich ihn reinigte. Die Herren waren selbst immer auf Sauberkeit bedacht. Broad bewunderte sich gern im Spiegel, besonders als er zum Sturmmann avanciert war und ich ihm den gefreiten Winkel angenäht hatte. Bogers Stiefel habe ich einmal putzen müssen. Was war da? Da war draußen ein Lastwagen vorgefahren mit einer Fracht von Kindern. Ich sah es durch das Fenster der Schreibstube. Ein kleiner Junge sprang herunter. Er hielt einen Apfel in der Hand. Da kam Boga aus der Tür. Das Kind stand da mit dem Apfel. Boga ist zu dem Kind gegangen und hat es bei den Füßen gepackt und mit dem Kopf an die Baracke geschmettert. Dann hat er den Apfel aufgehoben und mich geholt und gesagt, wischen Sie das da ab an der Wand. Und als ich später bei einem Verhör dabei war, sah ich, wie er den Apfel aß. Frau Zeugin, in den Voruntersuchungen ist von diesem Fall nie die Rede gewesen. Ich konnte nicht darüber sprechen. Warum nicht? Es hat persönliche Gründe. Können Sie uns die Gründe nennen? Ich habe seitdem nie mehr ein eigenes Kind haben wollen. Warum können Sie jetzt von dem Fall sprechen? Jetzt, wo ich ihn wiedersehe, muss ich es sagen. Angeklagter Boga, was haben Sie auf diese Beschuldigung zu erwidern? Das ist eine Erfindung, mit der die Zeugin schlecht das Vertrauen lohnt, das ich ihr damals habe zukommen lassen. Ich wurde zusammen mit einigen anderen Häftlingen in den Vernehmungsraum der politischen Abteilung gebracht. Boga sagte, wir fragen nicht, wir hören nur zu. Was du zu sagen hast, musst du selbst wissen. Aus welchem Grunde waren Sie eingeliefert worden? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und bat die Herren, mich zu fragen. Da wurde ich bewusstlos geschlagen. Als ich zu mir kam, lag ich auf dem Korridor. Boga stand neben mir. Steh auf, sagte er. Aber ich konnte nicht aufstehen. Boga trat nach mir. Da richtete ich mich an der Wand auf. Ich sah, das Blut an mir herunterfloss. Der Fußboden und meine Kleider waren voll von Blut. Mein Kopf war zerschlagen, das Nasenbein gebrochen. Den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht musste ich mit dem Gesicht zur Wand stehen. Am nächsten Tag wurde ich wieder vernommen. Mit den anderen Häftlingen wurde ich in das Zimmer geführt. Was wollte man von Ihnen erfahren? Ich wusste die ganze Zeit nicht, um was es ging. Ich bekam ein paar Mal etwas an den Kopf. Ich glaube, es war eine Mentalspirale. Dann musste ich wieder in den Korridor raus und mein Nebenmann wurde vom Boga abgeführt in das angrenzende Zimmer.
Er hieß Walter Windmüller. Wissen Sie, was mit ihm geschah? Ich schätze, er ist 2 bis 3 Stunden drin gewesen. Dann kam Windmüller raus. Er musste sich neben mir hinstellen. Er blutete aus den Hosenbeinen und kippte ein paar Mal um. Er starb noch am selben Tag. Angeklagter Boger, haben Sie etwas zu sagen? Herr Vorsitzender, wenn ich es erklären darf, dieser Vorgang hat sich nicht so abgespielt. Wie war es denn? Herr Vorsitzender, ich habe niemanden erschlagen. Ich hatte nur meine Vernehmungen durchzuführen. Was waren das für Vernehmungen? Manchmal waren es verschärfte Vernehmungen, die im Rahmen der bestehenden Verordnungen praktiziert wurden. Angeklagter Boger, war Ihnen als Kriminalkommissar nicht bekannt, dass ein Mensch, der einem solchen Verhör unterzogen wird, alles sagt, was man von ihm hören will? Da bin ich ganz anderer Auffassung. Und zwar mit ausdrücklichem Bezug auf unsere Amtsstelle. Bei der Verstocktheit der Gefangenen half nur Gewalt zur Herbeiführung von Geständnissen. Ich erinnere mich an einen Morgen im Frühjahr 1942. Da marschierte ein Zug Polizeihäftlinge nach vorn zur Baracke des früheren Postkontors, in dem die politische Abteilung eingerichtet worden war. Vorn gingen Häftlinge und trugen 2 Holzgestelle in der Form von Hürden. Ihnen folgten Posten mit Maschinenpistolen sowie die Herren der Abteilung mit Aktenmappen und getrockneten, besonders präparierten Bullenschläuchen, wie sie zur Prügelstrafe verwendet wurden. Diese Hürden bildeten das Traggerüst der Schaukel. Herr Zeuge, woher haben Sie diese Kenntnisse? Es gab keinen Vorgang in unserem Lagerabschnitt, der uns unbekannt blieb. Von jedem der 28 Blocks aus war das gesamte Lager zu überblicken. Aus welchem Grund wurden Sie zum Verhör geholt? Ich war eingesetzt worden beim Bau der Entwässerungsanlage, die sich rings um die Außenlage zog. Dabei hatte ich einem Mithäftling geholfen, seine Mutter zu treffen, die im Frauenlager gefangen war. Der Häftling hieß Janicki. Er wurde in den Untersuchungsraum geführt. Anschließend wurde er auf den Korridor geworfen. Er lebte noch. Er öffnete den Mund und streckte die Zunge weit heraus. Er leckte den Fußboden vor Durst. Boger kam auf ihn zu und drehte ihm mit dem Stiefel den Kopf auf die andere Seite. Dann sagte er zu mir: Jetzt kommst du dran. Wenn du nicht die Wahrheit sagst, geschieht dir das Gleiche. Dann wurde ich auf die Schaukel gespannt. Herr Zeuge, beschreiben Sie diesen Vorgang. Der Häftling hatte sich mit angezogenen Knien auf den Boden zu setzen. Seine Hände wurden ihm vorn gefesselt und über die Knie herabgedrückt. Die Stange wurde geholt und zwischen seine Unterarme und Kniekehlen geschoben. Dann wurde die Stange hochgehoben und auf das Gestell gelegt. Wer führte die Vorbereitungen aus? 2 Funktionshäftlinge. Wer befand sich noch in dem Zimmer? Ich sah dort Boger, Broad und Dilewski. Boger stellte Fragen, aber ich konnte nicht antworten. Ich hing mit dem Kopf nach unten und die beiden Funktionshäftlinge schaukelten mich hin und her. Was für Fragen wurden gestellt? Fragen nach weiteren Namen. Wurden Sie dabei geschlagen? Boger und Dilewski schlugen mich, abwechselnd mit dem Ochsenzimmer. Waren es nicht die Funktionshäftlinge, die schlugen? Ich sah Boger und Dilewski mit den Schläuchen in der Hand. Wohin schlugen Sie? Auf das Gesäß, den Rücken, die Schenkel, die Hände und Füße und den Hinterkopf. Vor allem aber waren die Geschlechtsteile den Schlägen ausgesetzt.
Sie zielten besonders darauf. Dreimal wurde ich ohnmächtig und man übergoss mich mit Wasser. Angeklagter Boger, geben Sie zu, dass Sie diesen Zeugen misshandelt haben. Darauf gibt es nur ein klares und bestimmtes Nein. Bis heute habe ich Spuren davon. Aber nicht von mir. Angeklagter Boger, haben Sie Behandlungen an dem hier geschilderten Instrument vollzogen? In gewissen Fällen hatte ich sie anzuordnen. Ausgeführt wurde die Strafe von den Funktionshäftlingen unter meiner Aufsicht. Wenn der Häftling gestanden hatte, wurde die Bestrafung sofort eingestellt. Und wenn der Häftling nicht gestand? Dann wurde geschlagen, bis Blut kam. Da war Schluss. Der Zweck der verschärften Vernehmung war erreicht, wenn das Blut durch die Hosen lief. Herr Zeuge, es wurde berichtet, dass niemand die Behandlung auf der Schaukel überstehen konnte. Allem Anschein nach war diese Behauptung übertrieben. Als ich von der Schaukel genommen wurde, sagte Burger zu mir, jetzt haben wir dich zur fröhlichen Himmelfahrt vorbereitet. Ich wurde in eine Zelle des Block 11 gebracht. Dort erwartete ich stündlich meine Erschießung. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich dort verbrachte. Mein Gesäß war vereitert, meine Hoden waren grün und blau und riesig angeschwollen. Die meiste Zeit lag ich bewusstlos. Dann wurde ich zusammen mit einer größeren Gruppe hinaufgeführt in den Waschraum. Wir mussten uns ausziehen und unsere Nummern wurden uns mit Blaustift auf die Brust geschrieben. Ich wusste, dass dies das Todesurteil war. Als wir nackt in einer Reihe standen, kam der Rapportführer und fragte, wie viele Häftlinge er als erschossen abbuchen sollte. Als er gegangen war, wurden wir nochmals nachgezählt. Da zeigte es sich, dass einer zu viel war. Weil ich als Letzter in der Reihe stand, erhielt ich einen Tritt und bekam meine Kleider zurück. Es war also doch möglich, dies zu überleben. Es kam vor, dass einer überleben sollte. Und zu diesen wenigen gehörte ich. Gesang von der Möglichkeit des Überlebens. Sie töteten nicht aus Hass und nicht aus Überzeugung. Sie töteten nur, weil sie töten mussten. Und dies war nicht der Rede wert. Nur wenige töteten aus Leidenschaft. Zu diesen gehörte Boger. Ich habe Häftlinge gesehen, als sie zu Boger gerufen wurden, und ich habe sie gesehen, als sie wiederkamen. Und als sie zur Erschießung geholt wurden, habe ich Boger mit Stolz sagen hören, diese Leute sind von mir. Einmal wurde ein angeschossener Häftling ins Krankenrevier eingeliefert mit Bogers Befehl, der muss gerettet werden, damit man ihn aufhängen kann. Der Häftling starb aber schon vorher. Angeklagter Boger, ist Ihnen dieser Fall bekannt? Ich habe gesagt, er muss gerettet werden, damit er vernommen werden kann. Sollte er dann gehängt werden? Das ist möglich, aber das lag außerhalb meiner Zuständigkeit. Boger und Kaduk führten eigenhändig Erhängungen aus. Einmal sollten 12 Häftlinge als Repressalie für die Flucht eines Gefangenen hingerichtet werden. Boger und Kaduk legten ihnen die Schlinge über den Kopf. Herr Zeuge! Woher wissen Sie das? Wir standen auf dem Appellplatz und mussten zusehen. Die Häftlinge schrien irgendetwas. Boger und Kaduk waren außer sich vor Wut. Sie traten sie mit ihren Stiefeln und ohrfeigten sie. Dann hängten sie sich an die Füße der Häftlinge und zogen sie ruckweise nach unten. Mir ist von diesem Vorfall erinnerlich, dass ich einer der Delinquenten aus den Fesseln befreite, als er weisungsgemäß unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen zur Exekution geführt wurde. Der Betreffende warf sich auf mich und brach mir dabei eine Rippe. Der Mann wurde dann überwältigt, die Fesselung wurde wieder vollzogen und ich habe das Urteil verlesen. Herr Zeuge, hörten Sie die Verlesung eines Urteils? Es wurde kein Urteil verlesen. Die Verlesung war wohl schwer zu verstehen, weil die Häftlinge brüllten. Was brüllten die Häftlinge?
Sie ließen politische Agitationen verlaufen. Welcher Art? Sie hetzten die Häftlinge gegen uns auf. Wie verhielten sich die zusehenden Häftlinge? Es waren dort keine Zwischenfälle zu beachten. Das Urteil wurde vollstreckt. War der Kommandant des Lagers zugegen oder sein Adjutant? Bei öffentlichen Hinrichtungen waren immer höhere Offiziere anwesend. Sie trugen weiße Handschuhe zu diesem Anlass. Herr Zeuge, erkennen Sie den Adjutanten des Lagers zwischen den Angeklagten wieder? Dies ist Mulka. Angeklagter Mulka, haben Sie dieser Erhängung oder irgendeiner anderen Erhängung beigewohnt? Ich habe mit keiner Tötung, gleich welcher Art, irgendetwas zu tun gehabt. Haben Sie von diesbezüglichen Befehlen gehört oder dieselben weitergegeben? Ich habe wohl von solchen Befehlen gehört, selbst aber habe ich sie nicht weitergegeben. Wie verhielten Sie sich gegenüber solchen Befehlen? Ich habe mich gehütet, höherenorts Fragen vorzubringen nach der Rechtmäßigkeit mir zu Ohren gekommener Gefangenentötung. Schließlich hatte ich die Verantwortung für meine Familie und für mich selber zu tragen. Angeklagter Mulka, haben Sie den Galgen gesehen? Wie bitte? Ob Sie den Galgen gesehen haben? Nein. Ich hielt mich nur an den Amtsräumen der Verwaltung auf. Wo befanden sich diese Amtsräume? In den Kasernengebäuden außerhalb des Lagerbezirks. Bestand von dort keine Einsicht in das Lager? Nicht, dass ich wüsste. Angeklagter Mulka, Sie wohnten in unmittelbarer Nähe des Lagers. In der Lagerordnung heißt es, dass Sie den Kommandanten über alle Vorkommnisse zu unterrichten und alle geheimen Verschlusssachen zu bearbeiten, sowie die Wachmannschaften weltanschaulich zu schulen hatten. Waren Ihnen in dieser Stellung nicht die im Lager auszuführenden Bestrafungen bekannt? Ich habe nur einmal irgendein abgezeichnetes, rückläufiges Schreiben gesehen zur Genehmigung der Prügelstrafe. Hatten Sie nie die Gründe der Erhängungen und Erschießungen zu untersuchen? Es war nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Was hatten Sie denn als Adjutant des Lagerkommandanten für Aufgaben? Ich habe Preise kalkuliert, Arbeitskräfte eingeteilt und Personalien bearbeitet. Außerdem hatte ich den Kommandanten zu Empfängen zu begleiten und die Ehrenkompanie zu führen. Wann kam das vor? Bei festlichen Anlässen. Oder bei Beerdigungen, da wurde eine Trauerparade abgehalten. Bei wessen Beerdigung? Beim Ableben irgendeines Offiziers. Erfuhren Sie nichts davon, dass täglich 100 oder 200 Häftlinge starben? Ich kann mich nicht erinnern, fortlaufende Stärkemeldungen gesehen zu haben. Am Tag gab es so 10 bis 15 Abgänge. Aber Zahlen von der Größe, wie sie hier genannt werden, habe ich damals nicht gehört. Angeklagter Mulka, wussten Sie nicht von den Massentötungen in den Gaskammern? Davon war mir nichts bekannt. Ist Ihnen nicht der Rauch aus den Schornsteinen der Krematorien aufgefallen, der noch kilometerweit zu sehen war? Es war ja ein großes Lager, mit einem natürlichen Abgang. Da wurden eben die Toten verbrannt. Ist Ihnen der Zustand der Häftlinge nicht aufgefallen? Es war ein Straflager. Da waren die Leute nicht zur Erholung. Hatten Sie als Adjutant des Lagerkommandanten kein Interesse daran, zu erfahren, wie die Häftlinge untergebracht waren? Ich habe darüber keine Klagen gehört. Sprachen Sie mit dem Kommandanten nie über die Vorkommnisse im Lager? Nein, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Wozu diente Ihrer Ansicht nach das Lager? In einem Schutzhaftlager sollten Staatsfeinde zu einer anderen Denkungsweise erzogen werden. Es war nicht meine Aufgabe, dies in Frage zu stellen. Wussten Sie, was die Bezeichnung Sonderbehandlung bedeutete? Das war eine geheime Reichssache. Ich konnte davon nichts wissen. Wer darüber etwas äußerte, war mit dem Tod bedroht. Sie wussten aber doch davon. Darauf kann ich keine Antwort geben. Auf welche Weise betreuten Sie die Truppen? Da gab es Theater und Kino und bunte Abende. Das war ein Herr Knittel, der das machte. Der hielt auch die Schulungsabende für die Offiziere. Wie konnte der das denn? Er war ein Studienrat. Und wenn ich recht unterrichtet bin, ist er zurzeit Studiendirektor irgendwo. Und für seine Lehrtätigkeit offensichtlich wohl geeignet. Die Machtfülle eines jeden im Lagerpersonal war unbegrenzt. Es stand jedem frei, zu töten oder zu begnadigen. Den Arztdoktor Flage sah ich mit Tränen in den Augen am Zaun stehen, hinter dem ein Zug Kinder zu den Krematorien geführt wurde.
Er duldete es, dass ich die Krankenkarten einzelner schon ausgesonderter Häftlinge an mich nahm und sie so vor dem Tod bewahren konnte. Herr Zeuge, hatten Sie als Häftlingsarzt Einfluss auf Leben und Tod der bei Ihnen eingelieferten Kranken? Ich konnte hier und da ein Leben retten. Mussten Sie andererseits auch Kranke zur Tötung aussondern? Auf die angeforderte Schlusszahl hatte ich keinen Einfluss. Sie wurde von der Lagerverwaltung bestimmt. Jedoch hatte ich die Möglichkeit, die Listen zu bearbeiten. Nach welchen Grundsätzen unterschieden Sie, wenn Sie zwischen zwei Kranken zu wählen hatten? Wir hatten uns zu fragen, wer der Prognose nach die größere Chance hatte, die Krankheit zu überstehen. Und dann die viel schwierigere Frage, wer könnte wertvoller oder nützlicher sein für die internen Angelegenheiten der Häftlinge? Gab es besonders Bevorzugte? Natürlich hielten die politischen Aktiven untereinander zusammen, stützten und halfen einander, soweit sie konnten. Da ich der Widerstandsbewegung im Lager angehörte, war es selbstverständlich, dass ich alles tat, um vor allem die Kameraden am Leben zu erhalten. Was konnte die Widerstandsbewegung im Lager leisten? Die Hauptaufgabe des Widerstands bestand darin, eine Solidarität aufrechtzuerhalten. Sodann dokumentierten wir die Ereignisse im Lager und vergruben unsere Beweisstücke in Blechbüchsen. Hatten Sie Kontakt mit Partisanengruppen oder andere Verbindungen zur Außenwelt? Die in den Industrien arbeitenden Häftlinge konnten hin und wieder Beziehungen zu Partisanengruppen aufnehmen und sie erhielten Meldungen über die Lage auf den Kriegsschauplätzen. Wurden Vorbereitungen zu einem bewaffneten Aufruhr getroffen? Es gelang später, Sprengstoff einzuschmuggeln. Wurde das Lager jemals von innen oder von außen angegriffen? Außer einem missglückten Aufstand des Sonderkommandos der Krematorien im letzten Kriegswinter kam es zu keinen aktiven Handlungen. Auch von außen her wurden keine solchen Versuche unternommen. Haben Sie durch Ihre Verbindungsleiter Hilfe angefordert? Es wurden immer wieder Nachrichten über die Zustände im Lager abgegeben. Was für Resultate erhofften Sie auf diese Nachrichten hin? Wir hofften auf einen Angriff aus der Luft, auf die Gaskammern oder auf eine Bombardierung der Zufahrtsstrecken. Nachdem Sie sahen, dass Sie von jeglicher militärischer Hilfe im Stich gelassen wurden, woher nahmen Sie Ihren Widerstandswillen? In Anbetracht der Lage war es Widerstand genug, wachsam zu bleiben und nie den Gedanken aufzugeben, dass eine Zeit kommen würde, in der wir unsere Erfahrungen aussprechen könnten. Herr Zeuge, wie verhielten Sie sich dem Eid gegenüber, den Sie als Arzt geschworen hatten? Wir protestieren gegen diese Frage, mit der die Verteidigung den Zeugen mit den Angeklagten gleichzustellen versucht. Die Angeklagten töteten aus freiem Willen. Der Zeuge musste notgedrungen der Tötung beiwohnen. Ich möchte Folgendes antworten. Diejenigen unter den Häftlingen, die durch ihre Sonderstellung einen Aufschub des eigenen Todes erreicht hatten, waren den Beherrschern des Lagers schon einen Schritt entgegengegangen. Um sich die Möglichkeit des Überlebens zu erhalten, waren sie gezwungen, einen Anschein von Zusammenarbeit zu wecken. Auch wir Häftlinge, vom Prominenten bis hinab zum Sterbenden, gehörten dem System an. Der Unterschied zwischen uns und dem Lagerpersonal war geringer als unsere Verschiedenheit von denen, die draußen waren. Herr Zeuge, wollen Sie damit sagen, dass es ein Verständnis gab zwischen der Verwaltung und dem Häftling? Wenn wir mit Menschen, die nicht im Lager gewesen sind, heute über unsere Erfahrungen sprechen, ergibt sich für diese Menschen immer etwas Unvorstellbares. Und doch sind es die gleichen Menschen, wie sie dort Häftling und Bewacher waren. Indem wir in solch großer Anzahl in das Lager kamen und indem uns andere in großer Anzahl dorthin brachten, müsste der Vorgang auch heute noch begreifbar sein. Viele von denen, die dazu bestimmt wurden, Häftlinge darzustellen, waren aufgewachsen unter denselben Begriffen wie diejenigen, die in die Rolle der Bewacher gerieten. Sie hatten sich eingesetzt für die gleiche Nation und für den gleichen Aufschwung und Gewinn. Und wären sie nicht zum Häftling ernannt worden, hätten auch sie einen Bewacher abgeben können. Wir müssen die erhabene Haltung fallen lassen, dass uns diese Lagerwelt unverständlich ist. Wir kannten alle
Die Gesellschaft, aus der das Regime hervorgegangen war, das solche Lager erzeugen konnte. Diese Art von Theorien, in denen ein schiefes ideologisches Bild gezeichnet wird, lehnen wir auf das Bestimmteste ab. Die meisten, die auf der Rampe ankamen, fanden allerdings nicht mehr die Zeit, sich ihre Lage zu erklären. Verstört und stumm gingen sie den letzten Weg und ließen sich töten, weil sie nichts verstanden. Wir nennen sie Helden. Doch ihr Tod war sinnlos. Wir sehen sie vor uns, diese Millionen im Scheinwerferlicht unter Schimpf und Hundegekläff. Und die Außenwelt fragt heute, wie es möglich war, dass sie sich so vernichten ließen. Wir, die noch mit diesen Bildern leben, wissen, dass Millionen wieder so warten können angesichts ihrer Zerstörung. Und dass diese Zerstörung an Effektivität die alten Einrichtungen um das Vielfache übertrifft. Herr Zeuge, waren Sie schon vor Ihrer Einlieferung in das Lager politisch tätig gewesen? Ja, es war unsere Stärke, dass wir wussten, warum wir hier waren. Frau Zeugin, Sie verbrachten einige Monate im Frauenblock Nummer 10, in dem medizinische Experimente vorgenommen wurden. Was können Sie uns darüber berichten? Frau Zeugin, es ist uns verständlich, dass Ihnen die Aussage schwerfällt und dass Sie lieber schweigen möchten. Doch bitten wir Sie, Ihr Gedächtnis nach allem zu erforschen, was Licht wirft auf die Vorkommnisse, die hier zur Behandlung stehen. Wir waren dort etwa 600 Frauen. Professor Klauberg leitete die Untersuchungen. Die übrigen Ärzte des Lagers erstellten das Menschenmaterial. Wie gingen die Versuche vor sich? Frau Zeugin, leiden Sie an Gedächtnisstörungen? Ich bin seit dem Aufenthalt im Lager krank. Wie äußert sich Ihre Krankheit? Schwindelanfälle und Übelkeit. Kürzlich in der Toilette musste ich erbrechen. Da roch es nach Chlor. Chlor wurde über die Leichen geschüttet. Ich kann mich nicht in verschlossenen Räumen aufhalten. Keine Gedächtnisschwächen? Ich möchte vergessen. Aber ich sehe es immer wieder vor mir. Ich möchte die Nummer an meinem Arm entfernen lassen. Im Sommer, wenn ich ärmellose Kleider trage, starren die Leute darauf. Frau Zeuge, fühlen Sie sich immer noch verfolgt? Frau Zeugin, an was für Versuche erinnern Sie sich? Da waren Mädchen im Alter von 17 bis 18 Jahren. Sie waren zwischen den gesundesten Häftlingen ausgesucht worden. An ihnen wurden Experimente mit Röntgenstrahlen durchgeführt. Was waren das für Experimente? Die Mädchen wurden vor den Röntgenapparat gestellt. Je eine Platte wurde an ihrem Bauch und an ihrem Gesäß befestigt. Die Strahlen wurden auf den Eierstock gerichtet, der so verbrannt wurde. Dabei entstanden am Bauch und am Gesäß schwere Brandwunden und Geschwüre. Was geschah mit den Mädchen? Innerhalb von 3 Monaten wurden mehrere Operationen an ihnen vorgenommen. Was waren das für Operationen? Die Eierstöcke und die Geschlechtsdrüsen
wurden ihnen entfernt. Starben die Patientinnen? Wenn sie nicht im Verlauf der Behandlung starben, so starben sie bald danach. Nach ein paar Wochen hatten sich die Mädchen völlig verändert. Sie erhielten das Aussehen von Greisinnen. Frau Zeugin, war einer der hier anwesenden Angeklagten an den Operationen beteiligt? Alle Ärzte begegneten einander täglich in ihren Quartieren. Es ist anzunehmen, dass sie zumindest über die Vorgänge unterrichtet waren. Wir wenden uns mit äußerstem Nachdruck gegen derartige Behauptungen. Die Tatsache, dass sich unsere Mandanten in der Nähe der hier erwähnten Vorkommnisse aufhielten, braucht sie noch keineswegs zu Mitwissern zu machen. Frau Zeugin, was für Eingriffe wurden sonst noch vorgenommen? Wir sind der Ansicht, dass die Zeugin aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht in der Lage ist, dem Gericht glaubwürdige Antworten zu geben. Frau Zeugin, können Sie dem Gericht andere Versuche schildern, bei denen Sie zugegen gewesen sind? Mit einer Spritze, auf die zur Verlängerung eine Kanüle aufgesetzt worden war, wurde eine Flüssigkeit in die Gebärmutter gedrückt. Was war das für eine Flüssigkeit? Es war eine zementartige Masse, die einen brennenden, wehenartigen Schmerz erzeugte und eine Empfindung, als müsse der Bauch platzen. Die Frauen konnten sich nur zusammengekrümmt zum Röntgentisch begeben, wo eine Aufnahme gemacht wurde. Was sollte mit der Einspritzung bezweckt werden? Der Eileiter sollte durch Verklebung empfängnisunfähig gemacht werden. Wurden diese Eingriffe am selben Patienten wiederholt? Nach der Einspritzung wurde eine Kontrastflüssigkeit zur Röntgenbeobachtung eingeführt. Danach wurde die Masse oft noch einmal eingepumpt. Im Abstand von 3 bis 4 Wochen konnte der Vorgang mehrmals wiederholt werden. Die meisten Todesfälle entstanden durch Entzündung der Gebärmutter oder des Bauchfells. Frau Zeugin, geben Sie dem Gericht diese Angaben aus zweiter Hand oder aus eigenem Wissen wieder? Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Was bewahrte Sie vor einer Erkrankung mit tödlichem Ausgang? Die Räumung des Lagers.